Herzlich willkommen bei unserem kleinen Tunzel-Vorführvideo. Ich habe die D-Stream 3 jetzt einfach mal hier an der Frontscheibe meines Aquariums platziert, um einfach besser zeigen zu können, wie sie arbeitet, wie die Geräuschentwicklung ist. Von der Größe her, es ist gar nicht so schlimm, wie man immer denkt, dass sie so riesig ist, denn sie ist es einfach nicht. Ja. Die Pumpe läuft jetzt hier gerade mit 80%. Und wenn wir mal alle ganz leise sind, hören wir nichts. Das ist der große Vorteil. Der Impeller ist ja frei aufgehängt, das heißt ohne Achse. Es kann also keine Vibration oder sowas stattfinden. Nicht wie bei herkömmlichen Pumpen, wenn ich mir jetzt hier die anschaue, die das ist der Aufsatz von der Ecotec. Wenn wir das mal zusammenbauen wollen, das kennen wir alle. Das sieht dann so aus. Und überall, wo eine Achse ist, bewegt sich natürlich was. Und es kommt zu Geräuschentwicklungen ähnlich. Diese Motoreinheit, der CP40. Hier wieder bewegliche Teile. Es ist eine Achse, es ist ein Motor. Es muss irgendwo immer Vibration geben. Das fällt bei der Tunze weg, da hier keine Achse mehr verbaut ist. Was natürlich schon passieren kann, ist unter Volllast. Ich meine, diese Pumpe ist jetzt noch relativ neu. Da wird es Schwingung geben und eine ganz leichte Geräuschentwicklung. Das kann ich euch mal zeigen. Wir drehen sie jetzt auf 100% hoch. Ja, hier noch einige Luftblasen drin. Man hört ein ganz, ganz leichtes Brummen. Aber relativ egal. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier die offene Version des Ganzen. Und an der Seite befestigt. Mein Becken ist bekanntermaßen 70 cm breit. Ja. Die Pumpe ist jetzt hier leicht schräg ausgerichtet. Was wirklich interessant ist, bei der Pokylopora hier hinten, sieht man, wie sich die Polypen bewegen. Das heißt, die Tunze kann wirklich diese Kreisbewegung erzeugen, womit sie ja beworben wird. Also die Pokylopora steht jetzt ungefähr 50 cm von der Glasscheibe weg und somit auch weg von der Achse der Tunze. Und alles funktioniert wunderbar. So, kurz zum Controller. Das ist der normale Tunze-Controller. Hier könnt ihr den ersten Stream einstellen. Hier könnt ihr die Pulsierung einstellen. Hier der zweite Stream. Ihr habt eine Auto-Adjust-Funktion. Das heißt, die Pumpe fängt jetzt an, geht dabei alle Intervalle durch und wenn ihr sagt, okay, das ist es, drückt ihr nochmal und bestätigt. Und dann bleibt die Pumpe eigentlich in diesem Intervall stehen. Wichtig, ihr könnt auf externe Funktionen gehen, das ist mal später wichtig, wenn der neue Tunze-Controller kommt. Oder wenn ihr hier einen anderen Controller anschließt, funktioniert also alles wie gehabt. Und ihr habt einen Foodtimer und zack, bleibt die Pumpe stehen. Und bewegt sich aber hier ganz langsam weiter, einfach aus dem Grund, es ist blöd, wenn eine Pumpe komplett steht, vorne offen ist und ein Fisch geht da rein. Das hat Tunze hier sehr schlau gemacht, indem sie den Impeller praktisch sich ganz langsam bewegen lässt. Ja. So, dann lassen wir die Pumpe wieder anlaufen. Und gehen wieder runter. So, und wie ihr hört, im Betrieb
hört man nichts. So, dazu gehen wir jetzt mal in den kleinen Pulsmodus hier. So, und ihr seht, wie die Pumpe jetzt anfängt zu arbeiten und schaltet immer zwischen Puls 1 und Puls 2 hin und her. Und ihr hört wieder nichts. Also somit eigentlich schon eine sehr interessante Pumpe, denn die da hinten ist, die 15.000er, ist lange nicht so leise wie die Stream 3. Also ohne Aufsatz habt ihr ein wirklich breit gefächertes Strömungsbild und ihr habt eine leise Pumpe. So, hier haben wir jetzt den Aufsatz drauf für einen schmalen Stream, in dem das Wasser einfach ganz anders verwirbelt wird. Auch hier wieder die leise Arbeitsweise der Pumpe. Natürlich haben wir hier nicht so einen breit gefächerten Strahl. Es ist halt mal so. Aber wir haben hier eine sanfte, gedämpfte Strömung. Ja, aber auch selbst hier kommt wieder unten eine schöne Strömung an, obwohl die jetzt nach oben bläst. Und auch wieder hinten die Poculopora. Mit ihrem Polypenbild, auch eine Gorgonie. So, und zu guter Letzt haben wir natürlich noch den Aufsatz, um die Pumpe horizontal zu stellen. Das sieht dann so aus. Und die Pumpe macht dann was ganz Interessantes, und zwar der Strahl geht eigentlich schräg nach oben, ähnlich wie man wie hinten eine Torpelle einstellen würde. So, das heißt, man kann eigentlich mit der Tunze dann ziemlich weit runter. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte das aber ein bisschen schräg nach oben, noch schräger haben, dann geht man einfach her, wie hier an dem Magnet, und stellt sie sich ein bisschen schräg. So. Und man sieht natürlich sofort, sie nimmt die Arbeit auf. Ja. Was man auch machen kann, ähnlich wie so eine Jaya, man stellt sie einfach seitlich. Das ist halt einfach Einstellungssache am Anfang. Und ihr seht, sofort drückt sie das Wasser eigentlich schön durchs Becken. Natürlich sollte man das jetzt nicht von der vorderen Seite aus machen, sondern von der hinteren Seite des Beckens, wo man auch meistens die Pumpen hat. Und man sieht, wie gleich der Dreck aus dem Gestein aufgewirbelt wird. Was man hier auch nochmal ganz interessant sieht, ist die Ansaugung zur Kühlung hinten. Da läuft, da ist auch der Impeller ist dort eingehakt. Und da bitte nie irgendwas verstellen, denn sonst kommt euch die ganze Impellereinheit höchstwahrscheinlich entgegen. Ja. Interessant wäre hier natürlich jetzt zu sagen, okay, ich nehme jetzt eine Torpelle, stelle die hinten hin, in diese Lage, vertikal, mit dem Aufsatz und eine im hinteren Eck, um hier wirklich eine schöne turbulente Strömung zu erzeugen. Ja. Aber man sieht, die bläst jetzt eigentlich ins hintere Eck nach hinten und trotzdem kommt hier noch Strömung an. Also das Prinzip von Tunze ist eigentlich so gesehen voll aufgegangen und funktioniert. So, und hier möchte ich euch mal zeigen, wie die Tunze Stream 3 eingebaut werden kann, ohne dass sie großartig auffällt. Die läuft dann bei mir im Wechselmodus und ist
komplett leise. Und wie man sieht, auch im hinteren Eck ist sie jetzt im Wechselmodus und bewegt das Wasser eigentlich richtig sanft. Wir können es auch gerne nochmal für euch hochziehen. Man sieht es hinten an der Gorgonie. Und es kommt auch hier im unteren Eck genug Strömung an. Ja, ich hoffe, wir konnten euch mit unserem kleinen Video und unserer Produktvorstellung einen kleinen Einblick in die Tunze-Welt geben. Und ja, wir würden uns über Likes natürlich immer sehr freuen und freuen uns auch aufs nächste Mal.